Das Motto lautete dieses Jahr: Vertriebene und Spätaussiedler, Brückenbauer in Europa. Beim Tag der Heimat im Waldkraiburger Haus der Kultur waren zahlreiche Besucher gekommen, um an das Leid von Krieg, Vertreibung und Kriegsgefangenschaft zu erinnern. Mit Einmarsch des Fahnenzuges und Chor begann die Veranstaltung. Unter den Rednern waren der BDV-Landesvorsitzende Christian Knauer, BDV-Kreisvorsitzender Georg Ledig, Landrat Maximilian Heimal und Waldkraiburgs Bürgermeister Robert Pötsch, dessen Stadt die erste vertriebene Stadt bundesweit ist. Also seit vielen Jahren gibt es den Tag der Heimat. Wir in Waldkraiburg sind auch ein fester Bestandteil der vertriebenen Städte. Wir sind die erste vertriebene Stadt in Deutschland und es gibt Gedenkveranstaltungen, wir haben immer wieder auch Tage wie die Heimat wie dieses Jahr, wo wir immer wieder darauf hinweisen, welches Leid, welche schrecklichen Erfahrungen die Menschen damals machen mussten. Und leider ist es nach wie vor heute so, auf der ganzen Welt, jetzt ganz aktuell hier vor unseren Türen mit dem Krieg in der Ukraine, dass auch wieder Menschen auf der Flucht sind, wieder Menschen Schreckliches erfahren, erleben müssen. Und mehr denn je ist es wichtig, darauf hinzuweisen und auf unsere Stärken immer wieder hinzuweisen. Also unsere Stärke ist nach wie vor die Diplomatie. Die kriegerischen Auseinandersetzungen darf nicht das Mittel der Wahl sein. Es gibt Verlierer auf beiden Seiten. Wir müssen diplomatisch zusammenkommen. Wir müssen im Gespräch bleiben. Wir müssen Gemeinschaften bilden. Wir müssen Bündnisse bilden, um eben solche Konflikte, wie sie jetzt zwischen Russland und der Ukraine stattfinden, wo ganz Europa davon betroffen ist, dass die nicht im kriegerischen Handeln gelöst werden, sondern im diplomatischen, im Gespräch. Eine hochlebendige Gemeinschaft, wie sie von Ulrike Scharf, der bayerischen Staatsministerin, bezeichnet wurde, waren beim Tag der Heimat vertreten. Aus Sudetendeutschen, aus Pommern, Schlesien, aus Ostpreußen, aus Siebenbürger Sachsen, aus Banater Schwaben, Deutschen aus Russland und vielen anderen Landsmannschaften, die der BDV alle für sich unter ein Dach stellt. In ihrer Rede hob die Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales die Willensstärke der Vertriebenen besonders hervor. Ihre Willensstärke, meine Damen und Herren, hat Sie schon vieles überstehen lassen. Sie geben nicht auf, sondern schöpfen immer wieder Kraft zum Neuanfang und Ihre treuen Begleiter dabei sind ein tiefes Wertebewusstsein, ein starker Glaube und Zusammenhalt. Das macht Ihre Gemeinschaft aus. Und zu wissen, wohin wir wollen, meine Damen und Herren, müssen wir wissen, woher wir kommen. Liebe Heimatvertriebene, liebe Spätaussiedler, wenn Sie in die Zukunft schauen, vergessen Sie nicht, was früher war. Sie achten unser kulturelles Erbe, mehr noch, unsere Kultur ist eng verknüpft mit Ihrer persönlichen Geschichte. Wir können Europa wirklich nur verstehen, wenn wir Ihnen zuhören. Ich kann das jedem Politiker, jeder Politikerin aus Berlin und aus Brüssel nur wärmstens empfehlen, hört auf die Vertriebenen. Sie wissen, was Verständigung ist, sie wissen, wie wir Brücken bauen für die Zukunft. Die Heimatvertriebenen haben schon sehr früh ein Bekenntnis für ein geeintes Europa abgelegt. Nach dem Ende des Kalten Krieges in den 90ern wurde viel für das Zusammenwachsen Europas getan. Allerdings wollte wie schon so oft zuvor niemand die Geschichten der Vertreibung hören. 2019 sprach der tschechische Botschafter auf dem sudetendeutschen Treffen in Regensburg. Das war politisch gesehen schon fast eine Sensation. Hinsichtlich der Vertriebenen nähern sich die Regierungen, was nach Worten von Waldkraiburgs Bürgermeister Robert Pötsch nur mit Gesprächen gelingen kann. Ja, es ist natürlich damals sehr viel passiert in dieser Zeit. Und diese Erlebnisse, die Erfahrungen, die die Menschen damals mitgemacht haben, das hinterlässt natürlich Spuren, das hinterlässt tiefe Wunden. Und diese Wunden, die kann man nicht von heute auf morgen lösen, sondern muss im stetigen Kontakt, im stetigen Austausch, in stetigen Gesprächen sein, damit man das für heute und für die zukünftigen Generationen auf einem Niveau hält, wo wir eben miteinander sprechen, miteinander auskommen und eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Umrahmt wurde die Veranstaltung mit einem Kulturprogramm. Das Tanz- und Folklore-Ensemble INA aus Erlangen zeigte viele sehenswerte Tanz- und Gesangseinlagen.
Siegerländer Trachtenkapelle Waldkraiburg begleitete die Rednerinnen und Redner mit Märschen ans Podest und überbrückte die Pausen mit Musik. Ohne die Vertriebenen und Spätaussiedler wäre Waldkraiburg heute vermutlich nur ein Waldstück mit einem Bunker. Mit der Ansiedlung der Vertriebenen wurde Waldkraiburg in wenigen Jahrzehnten mit mittlerweile rund 24.000 Einwohnern zur größten Stadt im Landkreis Mühldorf. Auch Zeitzeugen gibt es noch. Es gibt noch Zeitzeugen, Gott sei Dank. Diese Zeitzeugen bringen ja immer wieder in ihre Erzählungen, ihre Erlebnisse mit an den Tag. Wir sind der Waldkraiburg, ist im Wald entstanden. Hier war früher nichts, bis auf ein paar Bunker. Da sind die Menschen hergekommen, ohne einem konkreten Ziel. Sie wussten nicht, dass sie hier in Waldkraiburg in Anführungszeichen stranden, sondern sie haben mit dem wenigen, was sie in der Hand hatten, wir haben vorher gehört, mit 30 Kilo im Gepäck mussten sie ihre Heimat verlassen. Und mit diesem bisschen wenigen, was sie dabei hatten, haben sie hier eine neue Heimat, eine neue Existenz aufgebaut und beispielhaft eine Stadt wie Waldkraiburg zu dem aufgebaut, was es heute ist. Geehrt wurden unter anderem mit einer Urkunde die Redakteurin Nina Paulsen für ihre redaktionelle Arbeit. Die Ehrung führte der BDV-Vorsitzende Christian Knauer zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Sandra Bubendorfer-Licht durch. Auch der Politikerin wurde ein Blumenstrauß überreicht, denn sie sei, so Christian Knauer, die erste FDP-Bundestagsabgeordnete, die es dem Bund der Vertriebenen in Bayern ermöglichte, Fördergelder zu bekommen, um in Berlin an der Zentralveranstaltung Tag der Heimat teilnehmen zu können. Die Nachkommen der Vertriebenen, die das Leid damals erlebt haben, stellen sich heute immer häufiger die Frage, wo kommen meine Wurzeln her? Daher sei es auch für die junge Generation wichtig, diesen Gedenktag fortzusetzen.